Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Das ist Latein für Französisch. Bevor wir loslegen, nochmal einmal ganz kurz eine kleine Kleinigkeit, die ich in den Kommentaren festgestellt habe. Scheinbar sage ich sehr, sehr häufig, oder was? So, das ist mir gar nicht so doll aufgefallen. Aber Franny war's, hat mich jetzt, ich nehme das Ganze jetzt einfach mal als Challenge an, sagen wir so. Und viel Spaß beim Zählen, sage ich jetzt schon. Das andere Ding, es haben mir ein paar Leute geschrieben bezüglich der ganzen Erklärungen von Items und so weiter. Ich habe es ja in der allerersten Folge angesprochen, dass ich mich da ein bisschen zurückhalten möchte eigentlich, weil das halt die Viewer Experience so ein kleines bisschen einschränken könnte. So wäre es zumindest bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da nochmal vorab, das mache ich jetzt am Anfang, weil einige Leute, die hier zugucken, von denen ich weiß, die kennen das Spiel gar nicht und wissen überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Deswegen keine Sorge, das wird irgendwann weniger werden. Ne? Meistens halt, wenn wir Sachen zum ersten Mal finden, sage ich da ein, zwei Worte zu. Aber hey, was soll's. Auf jeden Fall heiße ich euch herzlich willkommen zu Folge 4 und wir starten einfach mal rein. Hier, gestern habe ich nämlich on stream, auf Twitch, ne, meinen zweiten Run angefangen, sag ich mal, mein erstes File hier sozusagen. Unser File für YouTube ist aber das und wir starten rein. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, zum allerersten Mal Mams Heart besiegt und Satanus, das ist Latein für Satan. Und das bedeutet, wir haben jetzt eine Mission. Die nächste Stufe in Isaac ist es jetzt quasi Mams Heart 10-mal noch zu besiegen. Hier in den Stats können wir das immer sehen. Zweimal gestorben, 63 Items gefunden und Mom Kills bis jetzt ein. Wenn wir jetzt Mom, nochmal, Moms Heart ist das, noch weitere 10 Male töten, dann schalten wir den nächsten kranken Scheiß frei. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir suchen uns mal einen Char aus. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, gesagt, ich habe Bock auf Azazel. Und das machen wir. Alles neue Chars, die wir freigeschaltet haben und Azazel, kompletter Broken Character für die ersten Floors. Später wird er dann schwierig, aber jetzt haben wir einfach mal Spaß mit ihm. Auf geht's. Aber ich freue mich. Wirklich, Isaac ist so ein Ding. Ich freue mich wirklich aktiv auf die Aufnahmen. Ne? Hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. So, das erste Item ist ein Finger, mit dem wir auf Gegner zeigen können. Und, Azazel schießt keine Tränen, sondern der startet mit Brimstone. Das bedeutet so ein kleiner Laser, der ganz schön Aua macht. Und der Finger, damit können wir auf Gegner pointen und sogar durch Wände hindurch können wir sagen, du. Und dann kriegen die Schaden. So. Das ist der Finger. Ich glaube sogar, dass es mehr Damage macht, wenn man die berührt, aber naja. So krass ist das jetzt auch nicht. Alright, alright. Pille. Infested, oder was? So. Die Infested-Pille hat uns jetzt ein paar Spinnen gegeben. Relativ irrelevant, aber zumindest nichts Schlimmes. Ach ja, und Azazel startet ohne HP. Wir haben nur 3 schwarze Herzen. Unser altbekannter Freund Larry. Der müsste gut Damage kriegen vom Finger, weil der halt so viele Segmente hat, die alle einzeln Schaden kriegen. Ja, das einzige Problem bei Azazel ist halt, wie gesagt, das ist nicht das einzige Problem. Er hat 2 Probleme. Er hat kein HP und er hat halt nur ganz wenig Range. Oh mein Gott, und wir kriegen direkt das Pentagramm. Das ist ein Devil Deal Item. Ziemlich starkes Damage Up. 2,54. Ich gehe aber schnell schauen, ob wir irgendwas noch einsammeln können. Ziel ist es jetzt, wie gesagt, Moms Heart zu besiegen. 10-mal. Und dann geht's weiter. Ja, wie sieht das aus mit Challenges? Wir müssen ja auch die Challenge-Runs alle noch machen. Die unlocken ja auch nochmal zusätzlich Items und so weiter. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die jetzt implementiere in die normalen Runs oder ob ich dann sage, mache ich irgendwie eigene Videos für oder... Oh, Spirit Heart, nice, dankeschön. Oder wir machen die einfach ab und an mit rein, keine Ahnung, mal gucken. Heute wollte ich jetzt mal, glaube ich, für die nächsten 3 Folgen so ein bisschen vorproduzieren. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich bei Isaac immer so ein kleines bisschen eine Warm-Up-Phase benötige und nicht alle paar Tage immer nur einen Run machen kann, sonst komme ich ja gar nicht richtig rein ins Game. Deswegen machen wir vielleicht heute einfach 2 normale Runs und eine Challenge hinten dran oder so. Schauen wir mal. So. Bob's Bladder, Creepy Bombs. Ich glaube, das ist ein Trinket, was dafür sorgt, dass unsere Bomben halt auch irgendwie Giftschaden machen oder... Ach nee, die machen einen Creep auf dem Boden, so eine kleine grüne
Durchfallpfütze. Oder was? So. Der explodiert. Das ist bei unserer Range halt ein Problem. Deswegen versuche ich den mal mit dem Finger hier zu fingern. So. Eine Bombe, kein Schlüssel. Ah ja, und dadurch, dass Azazel fliegen kann, kann er sich halt auch auf die Steine hier stellen. Und keiner kann ihn treffen. Es sei denn, die Gegner können auch fliegen, so wie die jetzt hier alle. Naja, nu. So, ein Schlüssel ist da. Ja, wie gesagt, gestern haben wir angefangen, den Run on Stream zu starten. Wir haben angefangen zu starten, genau, so war das nämlich. Das heißt, wenn ihr Bock habt und da reingucken wollt ab und an mal, das Ganze live, wo wir uns dann auch wirklich live ein bisschen unterhalten können, seid ihr dann natürlich herzlich gerne eingeladen, oder was? So. Oh. Haben wir mal gegengelatscht. Kein HP ab, das ist doof. Das heißt, wir können jetzt auch kein HP traden. Wir gucken mal rein. Ah. Das wäre sogar ein cooles Item gewesen. Aber das kann ich jetzt nicht nehmen, weil sonst bin ich tot. Also nicht tot, aber ich habe da nur noch ein halbes Herz. Und da das jetzt der erste Run ist, traue ich mir das aktuell nicht zu. Und es ist jetzt auch nicht so stark, dass ich sage, das Risiko ist es wert. Da wäre ich jetzt tot. Hier haben wir einen Tinted Rock. Hier haben wir einen Tinted Rock. Zwei Schlüssel, wunderbar. Und da sieht man diesen grünen Fleck. Von der Creep-Bombe. Und rein in den Item-Room. Was ist das? Ach so, ich glaube, das ist Egghead. Und Egghead ist, soweit ich weiß, eine Reference zu einem kanadischen Streamer, der heißt Northern Lion. Der hat nämlich eine Glatze und dafür ist er irgendwie bekannt. Und ich glaube, die haben das Item reingenommen als Reference zu ihm. Aber keine Ahnung, ob das hundertprozentig confirmed ist. Auf jeden Fall haben wir einen Spirit Heart dazu bekommen und ich weiß nicht genau, was das macht. Ich glaube, das sorgt dafür, dass wir immer nur ein halbes Herz Schaden nehmen. Also ähnlich wie The Wafer. Ach nee, Wafer ist, glaube ich, ab und an kein Damage. Nee, das war Mask of Infamy. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir werden sehen. Zumindest jetzt auch nicht unbedingt ein Gamebreaker. Ich habe schon wieder geskippt. Jetzt haben wir auf jeden Fall Shoop da Whoop bekommen und Shoop da Whoop ist quasi ein, man kennt das Meme damals noch, aber fire my laser. So. Ich glaube, das tausche ich auch durch das Anarchist Cookbook. Das Anarchist Cookbook hat eine Aufladung von 3 Räumen und damit kann ich dann Trollbomben summonen in einem Raum. Das heißt, für gewisse Bosse könnte das ein schneller Sieg sein. So. Aber man merkt schon, ne? Der Run ist schon viel, viel schneller. Schadenstechnisch stehen wir schon wesentlich besser da als alle anderen Chars. Und dann haben wir auch noch das Pentagramm gekriegt, direkt auf dem ersten Floor. Ja, das ist schon crazy. Was ich mit Azazel immer haben möchte, natürlich, oh, hier ist ein HP ab, ist Range. Das heißt, alles, was uns irgendwie Range abgibt, Items, Pillen, das ist sehr, sehr gerne gesehen. Der Shop. Da haben wir wieder Fanny Pack, wo ich nicht so ganz verstanden habe, was das macht. Ich nehme mir einfach mal das Spirit Heart hier. Passt schon. Und wir haben 18% Chance auf Deal mit Satan. Warte mal, wenn wir Geld rein donaten hier, dann steigt, glaube ich, ab 10 Münzen die Chance auf Deal mit Angel. Tatsächlich, 9,1%. So. Und hier haben wir Fistula. Da nutze ich, glaube ich, jetzt das Cookbook. Und bam. Die Bomben machen mir natürlich auch Schaden, deswegen muss ich vorsichtig sein, aber kriegen wir alles her, oder was? Und der letzte. Angel? Devil, actually. Okay. Actually. Und es ist wie... Okay, Soulful. Das hatten wir schon mal. Das kennen wir. Aber ich sage nein. Weil wir brauchen es nicht unbedingt. Wir haben ja eh schon Brimstone. Und ich habe richtig Bock, ein bisschen auf Luck Base ein Angel Deal zu kriegen. Das wäre doch was Nettes, oder? Das wäre was ganz was Feines, wäre das doch.
Weil, wie gesagt, Repentance ist für mich auch neu. Keine Ahnung, wie viele neue Angel-Deal-Items es vielleicht sogar noch gibt. Und die will ich natürlich auch irgendwann mal sehen. Und da es jetzt aktuell eh nicht so doll auf Damage oder so ankommt, weil haben wir genug. Haben wir Bock, das auszuprobieren. Vielleicht geht das auch nach hinten los und wir kriegen dafür, dass wir immer Nein sagen, einfach gar keine Deals mehr. Und dann ist halt einfach so, wie es ist. Oh, der Welt, aber... Müssen die so viel schießen immer? Challenge Room, was haben wir hier? Eine goldene. Eine Karte. Ah, okay. Die Joker-Card. Die Joker-Card bringt uns... Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich bringt die uns halt immer zum Deal mit dem Devil. Aber früher war es so, dass die einem auch zum Angel-Deal bringen konnte. Ob die das jetzt geändert haben, weiß ich nicht. Aber ich nehme die mal mit für den nächsten Floor, weil auf diesem Floor kennen wir den Devil ja schon. Tier ist ab, sehr schön. Jetzt schießen wir, also laden wir schneller. Jupp. Oh Gott, wie dumm war das denn? Rein da. Bisschen Geld. Magician brauchen wir auch nicht. Gut, dann gehen wir mal. Aua, zum nächsten Floor. Würde ich mal behaupten. Warte mal. Ich glaube, hier könnte der Super Secret Room sein. Dankeschön. Und ein Haufen Scheiße. Ab dafür. Das geht auch gut voran hier gerade, oder? Schon Floor 4, sag ich immer. Und wir haben 12 Minuten auf der Aufnahme bis jetzt. Wovon, glaube ich, die erste Minute nur... ich am Einstellen von irgendwas war. Mal rauf. Noch eine Pille. Wir lieben es. Ich warte mit der Joker-Karte jetzt noch, weil vielleicht kriegen wir den Deal ja so. Und jetzt kann ich noch ein bisschen beeinflussen, ob wir den Angel-Deal vielleicht stattdessen kriegen. Indem wir wieder 10 Münzen da reinspenden. Das versuche ich jetzt einfach mal. Ah. Da bin ich vom Controller abgerutscht. Es soll ja Leute geben, die spielen Isaac mit Tastatur. Savages. Wow. Rein da. Zwei rote und Throwbombs. Und oh. Angel Deal, Angelo Merte, Hallihallöchen. Und es ist tatsächlich ein gutes Item, es ist nämlich ein ordentliches Damage-Up. 1,72, ja das ist doch vernünftig oder was? Das ist doch schon mal richtig nicer Scheiß. Das heißt, wir können das jetzt, ist das hier ein Tinted Rock? Wow, das Design von Tinted Rock habe ich noch nie gesehen. Mr. Mega. Nice. Ah! Wieso hat die Explosion gerade keinen Damage gemacht? Hat das vielleicht was mit Conehead zu tun? Liberty Cap, ich hab wirklich vergessen, was es macht. Ich weiß, damals habe ich es immer mitgenommen, aber... ich weiß jetzt nicht mehr, warum. Das ist auch ein Devil Deal Item, zu dem wir letztens Nein gesagt haben. Ah, das war gar nicht Sister Maggie, sondern Brother Bobby. Aber auf jeden Fall, ne, das ist alles, was er macht. Auch jetzt nicht unbedingt atemberaubend. Aber hey. Der Kompass. 6 Cent rein zu donaten bringt jetzt nichts, weil erst ab 10 Cent steigt die Wahrscheinlichkeit. Aber warte mal, wir hatten ja jetzt dieses... wir hatten ja jetzt den Angel Deal schon. Von daher egal. Egalodon. High Priestess. Das war wieder der Fuß von oben. Ich bleibe aber bei der Joker-Card. Hierophant. Wieder unsere blauen Spirite Harde. Das ist Latein für Japanisch. Zack. Ich bin ja auch aktuell, ne, YouTube, wie gesagt, ganz neu für mich. YouTube ist für mich Neuland. So, und ich versuche halt, ne, die Thumbnails zum Beispiel...
das sind halt wirklich Ausschnitte aus der Folge immer. Und die Titel, die ich mir dann überlege, die sollen auch irgendwie References für die jeweilige Folge sein. Weil ich finde das cool. Ich mag das auch, wenn andere YouTuber das so machen. Und dementsprechend werde ich es mal versuchen. Oh ja, hier sind wir klein und das ist wahrscheinlich ein Pilz, random Pilzeffekt oder so pro Raum, dieser Liberty Cap, den wir da unten links haben. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Super Secret Room? Maybe. Nope. Und Laden und rein da. Mega Fatty. Kennen wir auch schon. Aber man sieht, wir machen schon wesentlich mehr Damage als die letzten Runs. Brrr. Oh, das war's. Und der Screw. Tears und Shot Speed up. Jetzt können wir noch schneller laden. Das ist doch schon eine gute Fire Rate. Den kompletten Floor haben wir aufgedeckt, das heißt, wir gehen weiter. So, da wir jetzt einen Angel Deal hatten, steigt dadurch jetzt die Chance, weiter einen zu bekommen? Da wurde er wieder auf dem Klo erwischt. Und 36%. Okay, ich mach's wie vorhin. Erstmal gucken wir, ob wir einen bekommen. Und wenn nicht, dann nutze ich die Karte. Die Runs, die ich on Stream hatte, by the way, ne, die waren so lucky. Ich glaube, in meinem allerersten Run auf diesen neuen Save-File, was ich dafür auch gemacht habe, waren wir direkt Guppy. War schon ein verrückter Run. Und zwei haben wir gemacht. Was ist das denn jetzt? Wieso habe ich hier Spoonbender-Effekt? Wenn der Strahl so bläulich ist oder lila, wie gesagt, farbenblind und so, dann verfolgt er die Gegner. Ich weiß jetzt nicht, wo der herkommt. Das kann doch nicht Liberty Cap sein, oder was? Oh, damn it. Huhahaha, hehaha, ho, ho, ho. Das ist ja so gemein hier. Wah. Easy. Ich gehe erst rein. Monstro 2. Und mit ein paar Kackfliegen im Schlepptau. Ich versuche wieder den Brimstone von ihm zu triggern. Das macht er immer, wenn man seitlich neben ihm steht. Ups. Weil dann habe ich ein bisschen Zeit, ihn anzugreifen. Also, vielleicht sollte ich auch noch ausweichen, ne, wenn ich das schon mache. Jetzt hör auf, die Fliegen zu spawnen und gib mir Brim. Ja! Bra. Ein HP up. Das heißt, wir könnten jetzt die Joker-Karte benutzen, aber ich guck nochmal, vielleicht haben wir ja wieder Luck und kriegen so eine rote Chest, die uns reinportet. Warte mal jetzt. Also 0% Chance, ja klar, weil ist so. Weil der Bossfight ja nun mal schon vorbei ist. Aber ich hätte halt gerne eine höhere Angel-Deal-Chance als Devil-Deal. Wäre halt geil, wenn wir jetzt noch einen richtig nicen Angel-Deal kriegen. Boah. Ja, das ist ein sehr schneller Run, ne? Wie man sieht. Wir sind flink unterwegs, wir haben viel Damage. Ah, das ist schön. So muss das sein, oder was? Und das ist Sister Maggie, oder? Jetzt haben wir Brother Bobby und Sister Maggie. Ja, super. Danke für nix. Das gibt's doch gar nicht. Hört das Spiel mir zu? Ja, na, dann war da plötzlich Brimstone. Dann waren wir plötzlich Guppy. Dann hatten wir noch Holy Mantle. Und aus irgendwelchen Gründen auch noch Proptosis. Obwohl, das ist gar nicht so gut mit so einem kurzen Beam. Und? Nö. Ich zieh durch, ne? Ich zieh jetzt hier richtig durch. Ich mein, je schneller ich bin, desto mehr Aufnahmen schaffe ich heute. Din, 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 din. Ich versuche die gerade alle nur mit dem Finger kaputt zu machen. Money! Noch ein Schlüssel hinterher. Die können wir uns holen. Infested schon wieder. Die hatten wir ganz am Anfang. Zwei Stone Chests. Nee. What? Zwei Items? Oh mein Gott, wie geil.
Diesen Ring, der ist, glaube ich, auch neu mit Repentance. Den habe ich auch auf der PlayStation schon gehabt. Das ist Mom's Ring und die, soweit ich weiß, ein Damage-Up. Und Glass Eye, das hatte ich on Stream auch. Ich habe vergessen, was es macht, aber auch, war auch gut. Damage-Up und zwar 1,47 und Glass Eye, Damage und Luck-Up. Ey, Leute, das läuft ja richtig. Wir haben 12,9 Damage. Sheesh. Naja, gut. Das ist doch sauber. Bra. Shop. Oh, wir haben fast Greed gewone-shottet. Und der Steam Sale noch ein. Kein Ding. Haben wir jetzt eigentlich in jeder Folge den Steam Sale bekommen? Kann das sein? Schreibt es in die Kommentare. Oder was? So. Und weiter geht's. Ah, ich bin happy. Das läuft. Wenn ich mich jetzt also nicht allzu doof anstelle, dann kriegen wir das schon hin. Jetzt kommt Mams Fuß schon. Und ich habe die Joker-Karte gar nicht genommen. Ich bin ein Vollidiot, aber egal. Ist jetzt nicht so dramatisch. Wir hatten ja sogar noch zwei extra Items mit Damage Up. In diesem einen Ding da, im Challenge Room. Plack. Und plack. Dankeschön. Da gehe ich auch rein, weil wir haben es ja. Und. Naja, wenigstens sind es blaue Spinnen. Die gehören jetzt mir. Meine kleinen Spider-Buddies. Brrr. Brrr. Und weg da. Zack, boom. Tja. Am Wochenende ist mir mein Tisch kaputt gegangen. Der Tisch, an dem ich jetzt quasi sitze, ist nicht der Tisch, an dem ich sonst sitze. Denn der ist einfach durchgebrochen. Was denn? Kidney Bean, Love Toots. Der ist kaputt gegangen und mein komplettes Setup war natürlich da drauf. Meine Bildschirme, Mikrofon, alles ist auf den Boden geknallt. Bildschirme zerkratzt, dies, das, jenes. Die fette Tischplatte ist sogar auf Game of Thrones. Ich weiß nicht, was das macht. Halt auch auf meinen Tower vom PC gefallen, hat die Seitenabdeckung total verbogen und so weiter. Ja, und jetzt habe ich mir den Esstisch aus dem Wohnzimmer geklaut. Da sitze ich aktuell dran. Und der ist halt viel höher und total. Es ist super merkwürdig, da dran zu sitzen einfach. Ich hoffe aber trotzdem, technisch geht das alles klar hier, oder was? Ja, jetzt muss ich mir die Woche erstmal einen neuen Tisch irgendwie zulegen, weil, naja. Und der war gerade mal 3 Monate alt. Ich bin gerade neu erst gegönnt. Im Item Room haben wir. Nach Moms Foot können wir ja gar nicht mehr raus. Das heißt, lieber jetzt nochmal ein bisschen exploren, weil hinterher geht's nicht mehr. Rusted Key. War das ein Luck-Up? Keine Ahnung. Ich habe aber Bock auf Liberty Cap hier. Keiner mag euch, weg mit euch. Oh, hat er noch geschossen? Was eine Frechheit. Oben links. Geil. Ich hoffe, ich nehme auf und so. Das werdet ihr jetzt öfter zu hören bekommen, weil es ist einfach so neu für mich. Isaac, Mom! Brrr. Isaac! Full Focus hier, kein Damage genommen, alles easy. Und wir haben einen Devil Deal und kein, oh, warte mal, da muss ich schnell mal rein. Contract from Below. Nö, nö, weißt du, nö. Und Boss Rush. So, was haben wir da? Ich glaube, das ist ein Spider-Bite Slow Effect oder so. Das ist ein Teleporter. Das ist Mask of Infamy, habe ich vorhin schon angesprochen. Und der Host Head. Das ist ja unglaublich. Okay, 2 defensive Items. Host Head kennen wir ja schon. Der sorgt dafür, dass wir keinen Schaden mehr von Explosionen nehmen. Und Mask of Infamy ist, blockt manchmal Damage. Und wenn wir das jetzt nehmen, dann müssen wir, ich glaube, 10 Wellen von Bossen besiegen. Das spawnen immer 2 pro Welle. Attacke.
Mein Damage-Technisch sind wir gut, aber unser Range ist halt einfach nur ein bisschen beschissen. Oh Gott, der... Oh mein Lord. Der Typ schießt Brimstones, deswegen will ich den jetzt einmal als erstes wegmachen, weil der ist gefährlich, wenn ich den nicht sehe. Wo ist er? Da nämlich. Boah, das ist eine ekelhafte Kombo. War's das? Ist er down? Nee. Okay. Er ist gone und er ist gone. Puh, weiter geht's. Das war die komische Bohne, die ich da habe. Die sorgt dafür, dass die Gegner für mich kämpfen. Wo ist er? Wenn auch nur kurz. Wäh! Da war ich zu langsam. Im schlimmsten Fall, wenn ich merke, okay, läuft gar nicht, dann kann ich halt die Joker-Card nehmen und wir teleportieren raus aus dem Raum. Ich weiß halt nur nicht, ob er sich dann resettet. Das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin, oder was? Und zack. Die haben auch neue Boss-Rush-Musik. Also, oh Gott. Damals war die Mucke anders. Boah, ich hasse das. Ja, ich bin zu langsam. So, jetzt aber. Was willst du machen? Gertie. Ist das Gertie? Ja, ne? Gertie Junior oder? Ne, Gertie Junior. Ach, keine Ahnung, ich kann gerade gar nichts hier. Da, gerade Mask of Infamy hat einen Damage abgewehrt. Ich komme da nicht ran, ne? Unsere Range ist zu scheiße. So, nämlich. Kein Problem. Nicolas Cage. Das Geile ist, durch dieses Loch in der Mitte können die mich gar nicht treffen. Also Dingle, der rechte Typ, der kann schießen. Da ist es passiert, aber die Maske hat wieder geblockt. Infamy, bester Mann. Unlock the Cellar. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil wir so und so viele Bosse besiegt haben. Ich weiß es nicht. Oh, The Fallen wieder. Den kennen wir auch schon. Aber das ist kein Problem. Carrion Queen, die ist super mies. Mit unserem jetzigen Setup aber kein Problem. Weil die kannst du, glaube ich, auch nur am Schwanz damagen. Oh. Der ist mies. The Bloat heißt der. Und das ist, den mag man nicht. Eine upgradete Version von Peep. Wäh! Also damage-technisch sind wir zumindest gut unterwegs. Das ist herrlich. Aufhören. Wo? Zack! Ragman! Oh mein Gott, den habe ich ja gar nicht vermisst. Ist bald vorbei. Oh, Gabriel. Ich glaube, der rote Engel war Gabriel. Wow. Oh, die Maske haut aber richtig raus hier jetzt heute. Die ist uns ordentlich am Protecten. Oh Gott. So. Kein Ding, kein Ding. Dürfte bald vorbei sein. Pin. Okay, easy going. Und Pinathan. Pinathy. Ich bin richtig im Fokusmodus gerade. El Chabo. Puh. Easy going, easy going, easy going. Kein Problem, aua. Da wieder Infamy. Kann ich den nicht damagen? Ach, das geht gar nicht, okay. Hätte ja lange warten können. Headless Horseman nochmal einmal hier. Wäh! Weg. Eine Loki. Ist das, glaube ich. Weg. Easy. Ha. Na toll. Jetzt tauschen wir eine Bohne gegen eine andere, oder was? Lingerbean. Crying makes me toot. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall kein aktives Item. So, jetzt haben wir 5 Hits und müssen noch 2 Floors machen. Schaffen wir schon. Oder was?
Puh. Gut, jetzt haben wir zumindest, egal was passiert, wir haben es jetzt schon mal geschafft, mit Azazel auch den Boss Rush zu schaffen. Denn das muss man auch mit jedem Charakter machen. Puh. So. Ich hab's mir so angewöhnt, wenn ich Brimstone habe oder irgendwelche Items, bei denen ich die Schüsse aufladen muss. Dass ich einfach immer gedrückt halte, weil... Naja, dann gehst du halt in einen Raum rein und musst nicht erst chargen, sondern kannst direkt schießen. Da ist ein Tinted Rock. Zwei kleine Minibosse hier. Sloth ist das. Einer von den Seven Sins auch. Hier ist ein Tinted Rock. Chariot, nice. Joker, ich darf nicht vergessen, die zu nehmen. Warte mal, das ist jetzt eh der letzte. Ich gehe jetzt rein, da. Joker. Yo, schon wieder ein Angel Deal. Und Holy Light, richtig nice. Wah. Okay, raus hier. Richtig nice. Da gehe ich rein. Oh mein Glob. Das ist ein Guppy-Item. Und es heißt 9 Lives. Und normalerweise setzt einen das runter auf ein rotes Herz. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die schwarzen Herzen bleiben. Auf jeden Fall haben wir dann 9 Leben. Oh, easy. Also ein rotes Herz getradet, also wunderbar. So, mit der Chariot bin ich jetzt raus, deswegen haben wir keinen Damage genommen. Oder ist der wieder, der mich letztens so überfordert hat? Wäh! Da, das war der Holy Beam. Das sieht man besser, wenn man Tränen hätte, aber... Naja. Auf jeden Fall, da, bam. Schon ein geiles Item. Oh, den können wir spielen, komm. Gönn uns ein HP ab, oder was? Nice. Ein HP ab. So. Oder was, oder was, oder was, 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 oder was, oder was, oder was, 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 oder was, oder was, oder was, 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 oder was, oder was, was, was. Chariot Temperance. Temperance. Blood Donation, nö, danke. Spreng ich weg. 1 Euro. Yo! Was? Ach, die gibt's ja jetzt auch als fliegende Varianten, diese ekligen Hostdinger. Oh, das ist ja gemein. So. Alright, vorletzter Boss. Was haben wir hier? Daddy Longlegs. Hallo! Oh, fast gewone-shottet. Da geht er down. Und der Lipstick. Ein bisschen Range. Oh ja, man sieht's. Man sieht schon das Range up. Gut, hier gibt es eh keine Itemräume oder Shops oder so. Also gehen wir rein in die Puperze. Und jetzt kommt Mams Hart. Die müssen wir wegmachen. Ist das ekelhaft. Puh, ich gehe rein, weil ich übelst viel Geld habe. Und wir spielen wieder eine Runde. Alles, was uns in irgendeiner Art und Weise Leben gibt, ist jetzt sehr gerne gesehen. Schlüssel brauchen wir nicht. Nice, dankeschön. Mehr davon. Ich glaube, wir haben immer noch die 3 schwarzen Herzen, mit denen wir gestartet sind. Na komm. Tears up, nice. Nochmal schneller chargen. Was ist das da? Ich habe keine Ahnung, was das war, aber hat komisch gerochen. Na gut. Da hat er sich suizidiert. Weiter geht's. Ein blaues Herzchen wenigstens. Halt mir schon mal einen Hit mehr aus. Bra. Book of Sin. Das war auch wieder einer der 7 Sins. Fällt gerade nicht ein, wie der heißt, aber... Jo. Huhahaha, heha, hohaha. Zack, und 1 Euro. Freunde.
Oh, wir sind hier. What the? Ha! Was ist das? Ach du Scheiße, was war das denn? Man kann es ja auch übertreiben mit den Spinnen. Ich hätte Chariot einfach benutzen sollen. Ich hatte richtig Panik gerade. Oh no. Das dürfte Terratoma sein. Hör auf! Wieso seid ihr so schnell? Das wird ja immer kranker hier, mein Herz, ey. Puh. Ich dachte, das war's jetzt, ne? Ich dachte, jetzt ist außen vorbei. Komm mal rauf. Easy. Ach, ist das schön. Wir gehen in einen Raum rein und alles explodiert einfach nur. Oh, Pill. Speed down. Tier ist down. Blab, blab, blab. Die Dinger sind eigentlich auch relativ tanky. Aber die slappen wir hier weg wie sonst was. Ah, oh, Mask of Infamy, danke, danke. Sehr zuvorkommend. Blub. 1 Euro. Und weiter geht's. Wir haben keinen einzigen Devil Deal genommen, ne? Also das ist schon crazy, wie viel Glück wir hatten mit den ganzen Damage-Ups und so. Weil 14,18 Damage, das hast du nicht häufig. Bin ich der Meinung. Keine Ahnung, wie es in Repentance ist, aber... eigentlich nicht. So. Hier könnt doch auch nix. Mutti, wo bist du? Was ist das denn? Die haben 3 Augen, die Dinger. Ah! Okay, jetzt haben wir nicht mehr die 3 Herzen. Okay. 4 Hits noch. Hier muss doch irgendwo Tiddle Rock sein oder was. Negativ, aber vielleicht hier irgendwie ein Secret Room oder so. Oh. Bam, 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 bam. Tier ist ab. Haben wir die Pille wieder ausgeglichen. Ja, bei Moms Heart müssen wir halt gleich nah ran. Und, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Weil ich habe mir Moms Heart so angewöhnt, dass ich halt einfach immer quasi gleich hier stehe und immer nur da hinschieße und dann immer nur so dodge. Jetzt muss ich aber schon so nah ran hier, die Hälfte. Ah, schaffen wir schon. Moin! Mutti! Erstmal die Augen. Weh! Und rein da. Oh ja, oh ja. Hm. Noch ein Angel-Tier hier hinterher. Ja, komm, gib mir her hier. Ne. Das ist das, was wir letztens schon hatten. Da hatten wir einen Devil Deal und konnten weiter runtergehen, um Satan zu besiegen. Und jetzt können wir halt einen weiter hoch und wir werden sehen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Bei Devil Deals halt schon öfter, dass das passiert ist, ne? Aber geil, Rubber Cement. Oh, auch eins meiner Lieblingsitems haben wir jetzt unlocked. Das sorgt dafür, dass die Tränen aus Gummi sind. Und die bouncen dann überall ab. Monkey D. Ruffy Style. Was? So. Jetzt sind wir in der Kathedrale. Eigentlich schon ein Floor weiter, als wir eigentlich können aktuell. Dankeschön. Oh, ein HP. Aber es läuft, ey. Guck mal hier, das Spiel will einfach nur sagen, ey, yo, mach bitte ganz viele Isaac-Episoden. Und stell sie alle auf YouTube. Die explodieren. Kein Ding. Brr. So. Das läuft. Kenne ich die? Wahrscheinlich schon. Hab ich vergessen. Bäh. 41 Euro. Zack. Zack, kein Ding. Wer ist er denn? Was passiert hier? Ein stationäres Auge, was diese Beams macht. Und rein hier. Und wir besiegen jetzt Isaac. Woo!
Da muss man ein bisschen mehr in Bewegung bleiben immer. Kriegen das schon irgendwie gebacken oder was? Mutti! Mama, kannst du mich abholen? Ein kleiner Alligator-Reference for you. Right there. Brrr. Ja, mit so einer Range ist es halt ein bisschen blöd immer. Und gib ihm! Ey! Yay! Nice. Haben wir geschafft. Oder was? Und rein da. Woo! He said. Er sieht sich selbst im Spiegel als böse. Und wir haben die Satanic Bible unlocked. Das ist doch schon mal was. So, wir gucken uns das nochmal an hier. Fall 2, ne, sieht jetzt schon mal ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir jetzt Mom's Heart. Satan? Ach nee, Isaac. Nee, hä? Ja, Isaac ist das. Ja, genau. Ich dachte gerade wegen Kreuz. Aber das Satan-Kreuz ist umgedreht. Wir haben jetzt Mom's Heart, wir haben Isaac und der Stern ist der Boss Rush. Mit Azazel geschafft. Jo, und das war's dann eigentlich auch schon wieder für diese Folge. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Wenn ihr Bock habt auf den Stream oder auf den Discord, schaut halt hier irgendwie da oder da mal hin. Ansonsten steht das alles in der Beschreibung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und stay cozy. Tschö. Oder was?